Ich glaube, da hatte ich alle, oder? Ich bin mir so unsicher gerade. Hallo, wo bin ich? Ja, da habe ich tatsächlich alle Karten. Ja. Also es ist halt wirklich, ich lüge euch nicht an oder sowas. Ich habe wirklich komplett alle Karten tatsächlich geholt. Das haben wir jetzt nochmal vor. Yay. Also wir haben sie zwar nicht auf, also ich habe nur auf Profi gemacht, aber und man sieht ja auch Siege 147 und nur 2 Niederlagen. Das Schlimme ist, es ist nur eine Nebenquest, ja. Aber nicht, dass irgendjemand sagt, du kriegst uns ja alle an. Nein. Upsi. So, aber hier sind wir ja noch gar nicht eigentlich. Nein, nein. Ja. Und deshalb, wir gehen ganz schnell wieder zu unserem Speicherstand. Du meinst, du weißt mit den Karten, also bis auf das Kartenturnier brauchst du halt, ja, die Karten brauchst du halt irgendwann nicht spielen. Das ist so, pff, das ist so nice to have, aber, ja, mehr ist es halt wirklich auch nicht. Es ist wirklich einfach nur so ein bisschen so, oh ja, naja. Wenn Bock drauf hast, dann mach es, muss aber nicht. Ja, ich finde, für so ein 100% sollte man das schon machen. Ich werde diesen Speicherstand auch niemals weggehen. In 8 habe ich ehrlich gesagt so also dieses Triple Tried. Ich fand es scheiße. Ich brauche auch im Übrigen so einen Cutter, der dann irgendwie so dieses Delfinsprache drüber macht. So, dann gehen wir nämlich mal Speichern. Jetzt wird hier wieder angekotzt. Wow. Mit Ansage. Mich braucht, glaube ich, einen Moment. Ich habe hier gerade noch Modern. Modern ist aber in Lindblum und ich komme nicht nach Lindblum momentan. Oh, von Kupo an Mockmichel. Alexander, gibt es einen neuen Stern am Sprinterhelm, Kupo. Wie ein Besessener rast er die Hauptstraße rauf und runter, Kupo. Sein Name ist Zippo. Der Typ ist der Wahnsinn. Von dem wird man noch viel hören, Kupo. Ah, ist interessant, aber die Worte von Mokrimilian vorhin wollen mir einfach nicht aus dem Kopf. Oh. Also wie gesagt, den einen muss ich noch abgeben. Der ist aber in Lindblum. Ich speichere nochmal einmal. In Final Fantasy 14 muss ich auch momentan, also spiele ich halt auch momentan sehr, sehr, sehr viel Karten wegen dem doofen Mount. Aber eigentlich auch so geistig bin ich nicht dabei. So, dann wollen wir mal. Über die Meere, über die Täler. Vor kurzem ist es mir doch tatsächlich gelungen, eine lebensgroße Griffonskulptur zu ersteigern. Oh, wirklich großartig. Die macht sich doch bestimmt prächtig in einem Wohnzimmer. Nun ja, ein wenig zu prächtig, wenn ich es so sagen darf. Ich musste eigens ein Zimmer anbauen lassen, um ihrer Pracht gerecht zu werden. Hohoho, was man nicht alles tut. Ach, was das wieder kostet. Also nein. Wir überlegen ja auch gerade, ob wir uns so nicht eine weitere Skulptur zulegen sollen. Vielleicht die eines Behemoths. Und dazu dann gleich noch eine passende Zweitvilla. Ach, was das wieder kostet. Also nein, genauso fühle ich mich auch. Hohoho, wirklich köstlich. Uff, irgendwie haben es diese Stadtmenschen auch nicht leicht. Ich dachte, sie beschäftigen sich mit lustigeren Dingen, also als so etwas. Kupo. Hä? Kupo? Hallo, was machst du denn da? Hey, du süßer Fratz, du. Oh, der Angsthase von vorhin. Das ist aber ein bisschen hart. Außerdem habe ich auch einen Namen, weißt du? Ja, ich weiß, Angsthase. Ist recht. Aber sag mal, hast du nicht gerade was von lustigeren Dingen gemeint? Ja, ich bin eigentlich nach Treno gekommen. Welche heute hier sei es lustig, aber... Und ob es hier lustig ist, spazier einfach dem fröhlichen Onkel hinterher. Keine Umstände. Eko findet sich schon alleine zurecht. Aber warte doch. Da muss ich mir jetzt auch noch von seiner launischen Göre auf der Nase herumtanzen lassen. Was, ich schnapp sie jetzt einfach als Geisel und locke den Rotschaf aus der Reserve.
Und dann sahne ich das fette Kopfgeld für den elenden Kerl ab. Und ganz nebenbei mache ich mir noch einen Wahnsinnsnamen. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt. Was denn? Nicht so hastig. Also, willst du vielleicht was Leckeres essen? Oder sowas in der Richtung? Was Leckeres? Ja, genau, was Leckeres. In Tredo gibt es an jeder Straßenecke die feinsten Schlimmereien, glaube mir. Hast du schon mal Mousse und Trenolat oder Seetangpasta probiert? Die feinsten Schlimmereien, Mampf? Ja, das sagte ich doch bereits. Quina, wo kommst du denn her? Die feinsten Schlimmereien, Mampf? Was bist du denn für eine Gestalt? Ich werde sofort die ganzen Schlimmereien essen, Mampf. Ja, und was habe ich denn mit dir am Hut? Oh nein, du bist nicht zufällig ein Kumpel vom Rotschopf? Der hat wohl diese Weißwurst mit Beinen geschickt, um auf die Göre aufzupassen. Banette, ich muss mal wieder Brot und jetzt schnell mal rein, Mampf! Da, wie gesagt, er bleibt nur da stehen, weil eigentlich normalerweise sieht man da nichts mehr. Alles eigenartige Vögel. Kupopo. Nanu, dieser vierarmige Angsthase hat ja was fallen lassen. Ein Chimärenreif. Eieieiei. Ich laufe jetzt noch einmal ganz kurz vorbei. Ach ja. Noch ist es nicht zu spät. Tragt euch einfach an die Turnierliste ein. Wie jedes Jahr. So hat nur derjenige das Recht, gegen den Champion anzutreten, der zwei Siege für sich verbuchen kann. Besiegt ihr den Champion, so erwartet euch ein luxuriöser Preis. Sag mal, was ist denn der amtierende Champion so für einer? Ein Tausendsasser von einem Tausendsasser. Nicht doch so ein Tausendsasser? Das wisst ihr nicht? Wenn ich es euch verrate, dann verschlägt es euch die Sprache. Verdammt, wer ist denn nun der Champion? Naja, also eigentlich ist das... Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ein so süßes, junges Mädel und noch dazu in Matrosenuniform, gegen die ich einfach spielen muss? Genau, genau. Tragt euch also am besten jetzt gleich in die Liste ein. Geht klar, ich bin dabei. Auf meinem Weg ins Finale mache ich jeden platt. Schön, nachdem ihr nun offiziell angemeldet seid, tretet bitte durch die Tür dort ins Stadion ein. Ihr bekommt dann automatisch euren ersten Gegner zugewiesen. Oh. Wir gehen nochmal ganz kurz einmal speichern. Ich mache das jetzt wirklich nicht sehr gerne, aber ich bin momentan noch nicht in der Form, Kartenspiele zu spielen. Gib mir. Ein super hässlicher Hund. Bam, bam, ba, da, 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 da. Dachboden-Luke. Wie gesagt, ich habe halt nicht so dolle Karten. Na, wie gesagt, wir werden einfach neu starten, wenn es uns nichts bringt. Das habe ich halt befürchtet. Ja, 2P, Alter, ne? Ohne Witz, das schaffe ich nicht. Um anzugreifen. Es ist so nervig. Ich habe einfach keinen, der noch... Ich habe den, aber der wird sich schaffen. Ja, das habe ich mir gedacht.
habe da auch schlechte Werte, die retiert nach oben und unten ein. Ist not so nice. Also die haben richtig schlechte Verteilungen eigentlich. Versuchen wir es mal so. Ja, das war klar. Das wird doch easy, hallo? Heimkehr. Doch, I love it. Hier hat sich nicht viel verändert. Ich weiß noch, wie ich hier runtergeschaut habe und dann runtergeputzelt bin. Großvater war richtig erschrocken und ist mir gleich zur Hilfe gekommen. Leide ich etwa seitdem an Höhenangst? Lernt man auch immer so ein bisschen über die Charaktere kennen. Oh, hier ist ja alles verstaubt. Kein Wunder. Hier hat bestimmt schon länger niemand mehr sauber gemacht. Am Ende hat Großvater auch nichts mehr gegessen. Deswegen ist die Pfanne völlig verrüstet. Ich weiß noch, als er sagte... Vivi, ich habe das Geheimnis des Essens ergründet, Mampf. Sie sind sich wirklich sehr ähnlich, Kina und Großvater. So, wir müssen einmal ganz kurz speichern gehen und hoffen, dass das ATI kommt. Gedanken an alten Zeiten. Nanu, was machst du denn hier, Mahagon? Ich entdecke ja eine ganz neue Seite an dir. So friedlich das Wasser zu beobachten. Bist du vielleicht doch noch ein schöner Geist? Eigentlich hielt ich dich ja nicht für so eine Dummschwätzerin. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Du hast recht. Vielleicht färbt seine Gesellschaft ein wenig auf mich ab. Wer weiß. Du meinst sie dann? Übrigens, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Naja, ich suche ja eigentlich nach Informationen. Informationen über diesen Kuya. Die Leute munkeln, der Besitzer dieses Auktionshauses hier, Baron King, könnte in Wahrheit Kuya sein. Zumindest erzählen viele, sie hätten hier schon mal jemanden gesehen, auf den Kuyas Beschreibung durchaus passen würde. Aber ob das nun der Baron ist oder nicht... Tja, wer weiß das schon. Weißt du vielleicht etwas, mein Bester? Vielleicht. Aha. Nun, ich denke, ich werde als nächstes den Auktionator befragen. Wenn jemand genaueres über Baron Kings wahre Identität weiß, dann wohl er. Mach das. Übrigens, wie steht es eigentlich mit dir? Ich werde das Gefühl nicht los, du kennst dich in Trino bestens aus. Bist du letzten Endes vielleicht auch auf der Suche nach etwas, mein Bester? Auf der Suche nach etwas? Wonach könnte ein einfacher Leibwächter wie ich schon auf der Suche sein? Leibwächter? War ein ziemlich langweiliger Job. Bis er eines Tages auftauchte, jedenfalls. Hm? Ich glaube, ich rede heute ein wenig zu viel. Warte doch bitte. Du bist nicht nur eine Dummschwätzerin. Nein, du schnüffelst also auch noch gerne in anderer Leute Vergangenheit herum. Deine Vergangenheit... Deine Vergangenheit würde mich wirklich interessieren. Erzählst du sie mir? Ja, ich kann das gut verstehen. Aber Triad Master? Ich hab's vergessen. Mag ich mehr als oh Gott, wie ist das denn aus Final Fantasy 8? Das fand ich furchtbar. Ich fand das grausam mit diesen Regeln auch noch. Ganz, ganz schlimm. Tetramaster ist dieses Jahr genau. Aber also dieses Triple Triton mochte ich überhaupt nicht. Mit diesen tausend
Regeln und dann plötzlich hast du alle Regeln und umgekehrt und oh Gott im Himmel, ne? Das war immer schlimm. Ganz schlimm. Caligula Bishop. Oh je, was hat denn für Karten? Die ist eigentlich relativ ausgeglichen so. Die Shiva-Karte war nicht ganz verkehrt. Ich meine, ich kann ja neu laden. Oh, das Alexandrikon muss ich auch noch besiegen, ne? Woher kommt das denn? Das ist eben auch schon mal da. Ich meine, letztendlich kann ich mit den krassen Karten spielen. Aber die haben halt, sagen wir es mal so, wie es ist, beknackte Stats. Aber wenn ich die Waldnymphe, kann ich auch den da nehmen, tatsächlich. Da brauche ich gar nicht erst auftreten mit. Ich habe super viel Magie halt, aber das ist nicht schlimm. Aber der Kaktor ist halt ein Witz mit seinem 2 POA, aber okay, nehmen wir den mal. Was? Mit Kartenmod? Keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. So, jetzt keinen dummen Fehler machen. Wie gesagt, wenn es doof wird, oh Gott. Kacke. Jetzt ist die Kacke. Oh nein, ich glaube, ich krieg das nicht mehr gedreht, Alter. Warum haben die so starke Dinger? Nö. Was? Nein! Nein! Was? Ich kann sie nicht umdrehen, das ist ja doof. Nee, wartet. Das nehmen wir nicht hin. Ich habe gesagt, wir speichern ab und gehen dann neu rein. Vor allen Dingen, bei diesem Spiel bekomme ich halt Gefühle. Ach so. Ja, das stimmt. Ich muss aufs Spiel laden gehen. Also checkt er das nicht, dass ich das nicht gerne da möchte. Schmeißt das nämlich genau da raus, wo wir gerade waren. Da habe ich mich keine Lust für. Das stimmt allerdings. Das ist richtig. Ja, die habe ich nie benutzt. Also das ist halt auch noch so eine Sache. Ich müsste. Oh, das ist so süß mit den Katzen da. Also das müsste ich halt irgendwann nochmal spielen. Also erst wirklich auch so spielen. Dum, dum, dum. Raus. Wie mache ich die raus? Zack. Discard all unnecessary cards. Ja. Die kann auch weg. Die kann weg, ja. Ja. Kann auch weg. Fünf. Die hat fünf. Die kann weg, ja. Immer die hat fünf. Die steht doch überall. Kann auch weg, ja. Huch. Man muss sie immer so ein bisschen. Upala. Die muss man alle so ein bisschen gezügelt halten. Weil ansonsten hat man irgendwann keinen Platz mehr. Die kann auch nochmal weg. Das werde ich sowieso dann irgendwann nochmal machen müssen, weil ihr wisst, ich speichere jetzt noch nicht. Oh. Das ist fein, das ist immer so.
So, jetzt noch mal einmal Konzentration. Wieso habe ich solche doofen Karten? Das ist unfassbar, ja. Es ärgert mich halt immens, dass ich solche schlechten Karten habe. Weil das ist so eine useless Karte, die einfach gar nichts kann. Es ist so unfassbar, ey, ohne Witz. Wieso kann ich nicht so eine Karte haben? Lass mich bitte nicht anfangen. Natürlich muss ich anfangen. Boah, pff. Die ich eventuell wiederholen kann, so muss ich ja denken. Mit dem kann ich relativ gut wiederholen, wenn da oben was ist. Darum Shiva. Nee, ah, nee. Machen die erstmal. Das ist nicht so grammatisch. So. Oh, das war jetzt. Das war jetzt dramatisch, tatsächlich. Oh, bitte, bitte. Nein, nein. Macht nichts, ist nicht dramatisch. Boah, jetzt muss ich überlegen. Da kann ich sowieso nichts reißen. Da könnte er mir die eh nicht umsetzen. Also eigentlich ist nur dieses hier relativ gefährlich. Das ist auch natürlich super gefährlich. Hoffen wir einfach, dass er da keine... Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, warum? Oh Gott, ich werde heute nicht mehr alt. Ich habe keine auf der linken Seite. Habe ich keinen guten. Diese Karte, ne? Ohne Witz, die stört mich halt echt. Warum ist die jetzt plötzlich besser als die andere? Man weiß es nicht. Die als Puffer. Dann irgendeiner nach unten eventuell. Ja, das ist Blödsinn. Dann nehmen wir die mit. Nein, das ist also frustrierend ist es noch nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da habe ich zu viel Schiss, dass ich das Schwert verliere. Da gehe ich den Weg der niedrigen. Ist nicht schlimm. Das passt ja. Puh. Nehme ich Karten oder nehme ich eine Kackkarte? Nehmen wir die. Seid ihr bereit für das Finale? Kein verloren ist verloren. Ja, ich habe Nervenflattern. Ich muss auf jeden Fall mir einen Mokri suchen. Oh Gott, wir haben so viele. Wir haben so viele. Nur des Lebens wegen. Wir gucken uns die natürlich alle an. Genau hier war es, als ich ihn das erste Mal traf. Von wem redest du? Von sie dann. Du kennst ihn also schon von früher? Ja. Er scheint sich jedoch nicht mehr an mich zu erinnern. Es war zu der Zeit, als ich hier als Leibwächter arbeitete. Ich nahm es mit jedem auf. Ganz egal ob Schläger, ganz egal ob Dieb. An mir kam keiner vorbei. Huiuiui. Hilfe, ein Dieb! Das war das letzte Kinderspiel. Wer bist du denn? Sieht fast so aus, als wäre endlich mal ein interessanter Gegner aufgetaucht. Ach so, du musst wohl dieser neue Leibwächter von Baron King sein, von dem in letzter Zeit alle sprechen. Was die Leute über mich erzählen, weiß ich nicht. Aber bisher hat sich gegen mich jedenfalls noch keiner auch nur eine Minute auf den Beinen halten können. Nun, ob du da wohl auch eine Ausnahme bist? Was denn? Du bist ja doch nur ein primitiver Schläger. Was war das gerade? Na, mit dir werde ich wohl nicht allzu viel Mühe haben. In weniger als einer Minute habe ich dich geschlagen. Betten? Wenn du meinst, na dann zeig mal, was du drauf hast. Wo ist der elende Dieb hin? Dann pass mal auf. Fasel nicht, greif endlich an. Wozu der Kampf? Wozu? Der Kampf ist doch eh schon entschieden.
Was? Hilfe! Ich komme gerade um die Ecke gebogen. Da flog plötzlich die Tür da hinten auf und dieser Kerl kam wie ein Irrer herausgestürzt. Ich dachte mir, das könnte vielleicht ein Dieb oder so etwas sein und wollte ihn mir aus der Nähe ansehen. Da fängt er plötzlich an, auf mich einzudreschen. Aber das ist doch der Leibwächter des Barons. Na, umso schlimmer. Sieh ihn dir doch mal an. Sieht so etwa jemand aus, der sich von einem Baron anstellen lässt, um dem friedlich seinen Job nachzugehen? Ja, ich habe dem ja eigentlich von Anfang an nicht so ganz über den Weg getraut. Ich gehe Verstärkung holen. Haltet ihn derweil in Schach. Einen Tipp gebe ich dir. Schreib ihn dir gut hinter die Ohren. Der wirklich Starke verbirgt seine Stärke. Oder um es noch mehr auf den Punkt zu bringen, ein kluger Griffon. Ach, wie ging der Spruch doch gleich? Verbirgt seine Klauen oder so ähnlich. Du sagst es. Also, in dem Sinne, tüdelü. Schön stehen bleiben, Freundchen. Langweile ich mich nicht. Hey! Keine Bewegung! Ups. Ausgetrickst einfach. Und seitdem bist du steckbrieflich gesucht. Du hast es erraten. Was findest du daran komisch? Nichts. Eigentlich nichts. Ich stelle mir nur gerade dein verdutztes Gesicht von damals vor, mein Bester. Erspar mir deinen Spott. Ja, tut mir leid. So ist das also mit dir und sie dann. Dass du das nicht falsch verstehst. Ich weder bewundere, noch verachte ich ihn. Ich will nur seine Handlungsweise verstehen. Obwohl er Kraft hat, trägt er sie nicht zur Schau. Der handelt nur im Einklang mit seinen Freunden. Und ich verliere bald die Stimme. Ich möchte wissen, warum. Vielleicht war es ja das Schicksal, das euch beide wieder zusammengeführt hat. Die Pfade derer, deren Bestimmung dieselbe ist, werden sich irgendwann kreuzen. Das hat früher oft jemand zu mir gesagt. Ehrlich wird am längsten. Alles, was zählt, ist zu leben. Es sind aber auch sehr viele so Lebensweisheiten in diesem Spiel immer sehr verpackt. So, das nächste. Vorahnung. Ich bin wieder da! Oh, willkommen zurück, Eiko. Na, wie gefällt dir das hübsche Trino? Naja, so lala, würde ich mal sagen. Ich verstehe. Daheim ist es wohl immer noch am schönsten, nicht wahr? Ja, stimmt. Aber es tut schon mal gut, andere Leute zu treffen. Außer den Mogris habe ich ja sonst keine Freunde. Weißt du? Nur die Mogris? Was ist denn mit deinem Volk? Ich meine die, deren Haupt von einem Horn gekrönt wird. Sind sie etwa alle? Ja, sie sind. Eiko ist jetzt ganz allein. Das tut mir leid. Also bist du noch die einzig lebende Espa. Warum interessieren sich eigentlich alle so sehr für das Horn von Eiko? Oder die Bestia? Oder die Espa? Oder Eiko? Nein, nein. Es ist nur mein von Neugier getriebener Wissensdurst. Verzeih bitte die lästige Fragerei, mein Kind. Schon gut. Übrigens, stimmt es, dass du der Hauslehrer von Lilly warst? Ja, das war ich. Na, dann kannst du mir bestimmt verraten, wie auch ich so eine anmutige Prinzessin wie sie werden kann. Die Prinzessin war aber auch als Kind ein kleiner Wirbelwind, wie du, musst du wissen. Das heißt dann, dass Eiko auch so anmutig wird, wenn sie groß ist? Ja, aber sicher doch. Spitze. Außerdem hat Eiko ja von Lilly auch so etwas ganz Prinzessinmäßiges bekommen. Ich habe gerade eine Mücke gesehen. Etwas Prinzessinmäßiges, sagst du? Ja, Eiko hat zu dem Steinsplitter, den sie hat, noch so einen von Lilly bekommen. Und Lilly hat auch zwei. Das sind doch nicht etwa die legendären vier Schatzkristalle. Schatzkristalle, genau. Genauso hat Lilly sie auch genannt. Ich verstehe. Die Kristalle, die plötzlich aus der gesamten Literatur verschwanden, wurden aufgeteilt. Einer landete in Alexandria, einer in Clara, einer in Lindblum und der letzte... Der vierte gelangt über die Espa nach Madainsari. Warum bestand die Notwendigkeit, die Kristalle aufzuteilen und an verschiedenen Orten zu verwahren? Was geschah vor 500 Jahren? Oh, jetzt ist es mir schon wieder passiert. Tut mir leid, Eiko. Aber immer wenn ich in Gedanken versinge, dann vergesse ich schnell alles um mich herum. Eiko? Mogu, sie ruft mich. Ich habe Mogu losziehen lassen, weil sie sich mit ein paar der Mogris hier treffen wollte. Aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas ist da ganz und gar nicht in Ordnung. Eiko muss sofort zu Mogu.
Oh, das finde ich so super toll. Das ist so ein bisschen, so gefühlt fühle ich da immer so ein bisschen mit meinen Tieren tatsächlich mit. Halt, hier geblieben. Na, komm her. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz darauf. Mal gucken, ob jetzt da noch ein ATE kommt. Da, da, da. Vor allen Dingen, es kommt jetzt, finde ich, also wenn wir hier irgendwann mal fertig sind, es ist ja noch jung, kommt, also ich finde das, ach, also wir sind ja schon, wir haben ja schon die Cutscene mit Bahamut gesehen und ich finde, jetzt kommt aber auch gleich die zweitkrasseste, ach, hier kommt jetzt gar nicht so, okay. Es kommt halt die zweitkrasseste Sequenz überhaupt von dem ganzen Spiel, die auch sehr, sehr, ja, sehr emotional ist tatsächlich. Bam, 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 bam. Großherzog, bitte hier entlang. Ich weiß, Zirp. Aber es ist ein weiter Weg für so eine kleine Juckzirpe, Zirp. Aber Herzog, so weinerlich redet doch kein Champion. Gut, dann wollen wir mal. Oh, der Champion ist angerufen. Oh, Ehre, wuhu. Matrosin Elin, amtierender Champion, ist bereit, am Finale teilzunehmen. Oh, wir warten schon voller Ungeduld auf euch. Bitte tretet sofort ein. Gehen wir. Herzog? Paps, da ist eine dicke, fette Juckzirpe. Wie widerlich. Sch, widerliche Juckzirpe. Kriech zurück in deine Ritze, aus der du gekommen bist. Entschuldigung, aber diese Juckzirpe da ist mein... Etwa dein Haustier-Champion? Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Schon gut, das passiert mir nicht das erste Mal. Bin ich also neuerdings dein Haustier, Zirp? Ich bin untröstlich, Herzog, aber ihr seid im Moment nun mal eben eine Juckzirpe. Erinnere mich nicht ständig daran, Zirp. Und überhaupt bin ich der Champion hier, Zirp. Ich habe dieses ganze Gezirpe langsam richtig satt. Zirp, 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 zirp. Daher hat Elin wohl ihren Spitznamen. Elin, die Juckzirpendomteurin. Aber ich dachte immer, der käme von ihren seltenen Juckzirpenkarten. Oh, das wird auch wieder furchtbar werden. Mit den beschissensten Karten der Welt, ey. Ja. Wieso steht da oben eigentlich Name? Oh, das ist gut. So, safe. Safe. Oh nein! Ja, kann ich nicht angreifen, das ist halt dumm. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil die kann ich jetzt tatsächlich nicht angreifen, außer mit der. Und dann muss ich über eine andere gehen. Das ist jetzt nicht schlimm. Oh, die ist was? What? Okay. Das ist kein Blödschnack. Bitte, bitte, bitte nicht. Ja, sehr gut. Das ist unangenehm. Aber machbar. Schaffe ich die? Gewonnen! Wuhu! Ich bin die Beste. Ich bin einfach die fucking Beste. First try. Ich bin der neue Champion. Jubelt mir zu. Okay, es ist ein bisschen gruselig. So, dann wollen wir uns mal eine schöne Karte aussuchen. Bin ja natürlich die Beste hier. Die möchte ich gerne haben. Ein Rheinkanal hat drin gekriegt. Ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Oh, was für eine Überraschung. Da kommt man aber auch gar nicht drauf, dass du der Champion warst, Elin. Es ist ja schon eine Ewigkeit her, Sidan. Wie geht's? Was redest du da, Zirp? Ich bin der Champion. Verzirp doch mal. Oh, welche unerwartete Freude, Großzirpe. Großherzog Sid. Respektlos wie immer, Zirp. Nun ja, übrigens. Was machst du eigentlich? Oh, einerseits wollte ich an dem Turnier hier teilnehmen. Andererseits führe ich gerade einen Testflug durch. Einen Testflug? Sehr richtig, den ersten Testflug des neuesten Luftschiffmodells, der Hildegard 2. Ist das dieses neue Modell, das auch ohne Nebel fliegt? Exakt. Noch fliegt sie nur mit langsamer Geschwindigkeit, aber immerhin haben wir es bis hierhin geschafft. Warum denn gerade jetzt ein Testflug? Im Augenblick mag es zwar so aussehen, als sei wieder Frieden in unserer Welt eingekehrt, aber das muss ja nicht von Dauer sein. Oh Gott, ich habe keine Stimme mehr. Aber warum denn so in Sorge, Königin Garnet wird schon richten. Furchtbar, furchtbar! Echo, was liegt denn an?
Eine Katastrophe! Ich habe es gerade von den heimischen Mogris hier erfahren. Was ist passiert, Zirp? Alexandria! Alexandria!